Modelltest, Hörverstehen 2, Mathematikstudium. Sie hören ein Interview mit drei Gesprächsteilnehmern über Berufsaussichten für Mathematiker. Sie hören das Interview einmal. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 bis 18. Hören Sie den Text. Entscheiden Sie beim Hören, welche Aussagen richtig oder falsch sind. Markieren Sie die passende Antwort. Heute haben wir Herrn Professor Kramer und seine Studentin Frau Deger als Gäste. Herr Kramer ist Mathematikprofessor an der Universität und Sprecher der Deutschen Mathematikervereinigung. In welchen Branchen besteht denn am meisten Bedarf an Mathematikern? In vielen Branchen besteht sehr guter Bedarf für Mathematiker. Das ist im Informatikbereich, im Versicherungssektor, im Bankenbereich sind Mathematiker gefragt. Ebenso in Führungspositionen, auch in der Unternehmensberatung sind mehr die strategischen Fähigkeiten von Mathematikern gefragt, aber dann auch neuerdings im Life Science, Pharmaindustrie etc. Es tun sich immer wieder neue Bereiche auf, wo die Mathematik nicht erwartet und wo sie plötzlich dann erscheint. Weshalb sagen nur wenige Studierende, Mathematik, das ist mein Traumjob, das möchte ich später mal machen? Ich glaube, das geschieht ganz am Anfang des Lebens. Wenn man sich an die Kindheit erinnert, da denke ich, haben die meisten Kinder Spaß am Zählen. Und die Mathematik ist quasi so das spielerische Fortsetzen dieser Tätigkeit. Und irgendwie, glaube ich, tritt aufgrund von vielleicht nicht optimalen Erziehungsbereichen in der Schule und so weiter eine Art Hemmung ein, sodass man dann plötzlich gegenüber den Zahlen einen gewissen übertriebenen Respekt hat. Frau Dege, Sie studieren jetzt Anwendungsmathematik an der Universität. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Mathematik zu studieren? Vor allem wegen der Schulnoten. Von Kindheit an habe ich schon Interesse an Zahlen, Rechnung und so weiter. Aber als mein Schullehrer mir empfahl, Mathematik zu studieren, habe nicht nur ich selbst, sondern auch meine Eltern bezweifelt, ob die Mathematik das Richtige für mich ist. Denn damals glaubten wir, dass Mathematik zu theoretisch sei. Und wie sieht der Studiengang in Wirklichkeit aus? Inhaltlich nicht so abstrakt, wie ich gedacht habe. Und die Berufsaussichten sind auch nicht lediglich für akademische Tätigkeiten vorbestimmt. Mathematik ist eine der Schlüsseltechnologien. Die zunehmende Technisierung der Gesellschaft braucht zunehmend mathematische Kenntnisse. Was das Studium betrifft, ist der Arbeitsaufwand doch sehr hoch. Das gilt insbesondere für die Studenten, die zum Beispiel Wirtschaft, Pharmazie oder Informatik als Hauptfach und Mathematik als Nebenfach aufnehmen. Wird der große Arbeitsaufwand dadurch verursacht, dass man viele Fächer belegen muss? Nein, wenn man später nicht als Forscher arbeiten, sondern einen Beruf im Anwendungsbereich haben möchte, muss man sich schon während des Studiums gezielt orientieren und darauf spezialisieren. Das heißt, man muss eigene Schwerpunkte in Anwendungsbereichen legen. Haben Sie schon Ihren Anwendungsbereich gefunden? Möglicherweise würde ich mich auf den finanzmathematischen Bereich spezialisieren
und später in die Versicherungsindustrie kommen. Wie arbeitet man als Mathematiker in einem Versicherungsunternehmen, Herr Professor Kramer? Man berechnet Versicherungsprämien aufgrund der sich verändernden Lebenserwartungssituationen. Das ist sozusagen die klassische Aufgabe. Es gibt seit einigen Jahren auch viele neue Aufgaben, zum Beispiel, man versucht, ganze Bereiche gegen Klimaschwankungen zu versichern. Und da werden dann solche Prozesse auch im Zusammenhang mit Studium von klimatischen Entwicklungen gefragt sein, was also sehr umfassende Kenntnisse braucht. Herr Kramer, der Bedarf an Mathematikern wächst also. Wie hoch sind denn derzeit die Vermittlungschancen auf dem freien Arbeitsmarkt? Also ich schätze die Vermittlungschancen exzellent ein. Aufgrund der Tatsache, dass nach meinem Wissen in Deutschland beispielsweise die Arbeitslosenrate sich in der Größenordnung von 3-4% bewegt, dass man quasi von nicht arbeitslosen Mathematikern sprechen kann, sodass ich auch nach meiner Erfahrung von Studierenden sagen kann, dass die meisten mehrere Jobangebote haben, wenn sie die Uni verlassen. Außerdem ist Mathematik auch die Grundlage vieler geisteswissenschaftlicher Fächer. Man kann in der Forschung auch Karriere machen. Bei der aktuellen Forschung sind manche Ergebnisse in Physik oder Chemie schon überholt. Aber das ist übrigens noch nie in Mathematik passiert. Herzlichen Dank für das Interview. Ich denke, das ist auch eine Chance, ein bisschen Werbung für das Fach Mathematik zu machen. Überprüfen Sie jetzt Ihre Lösungen. Ende Teil 2.